Hi und herzlich willkommen zurück zu Fallout New Vegas. So, was haben wir denn letztes Mal gemacht? Einiges an Zeug gefunden und verkauft. Auch schon die untere Ebene angeschaut. Nur, oh, da liegt ein Tresor, den habe ich übersehen. Naja, jetzt nicht mehr. Und ordentlich Geld erhalten. Das sind wir wieder rausgekommen. Jetzt haben wir die obere Ebene soweit erforscht. So, wo war der Tresor? Hier unten irgendwo, oder? Ich hoffe, ich übersehe ihn jetzt nicht noch einmal. Was ärgerlich wäre. Okay, ich glaube, unsere Beine kommen jetzt wieder aus unseren Füßen raus. Da sind wir ziemlich höher runtergefallen. Nicht gut für die Gelenke. Jedenfalls bezweifle ich das. Dann müssen wir uns einfach mal hier runterkämpfen, durch die Flammen am Rand entlang. Denn diesen Tresor will ich haben. Oh, und sogar schwer verschlossen. Das klingt doch vielversprechend. Welche Richtung ist denn der? Da. Oh, schade. Was hast du doch gepackt mit der Haarklammer, die eh schon nahezu verendet war. Aber so kriegen wir es natürlich auch hin. Absinth. Brauchen wir das? Brauchen wir eigentlich nicht, aber das gibt, finde ich mal lustig. Das nehmen wir mit. Nein. Schallgedämpft auf jeden Fall einpacken. Das auch. Okay, nein, für die Waffe hat sich schon gelohnt. Haben wir mal was Besseres als unsere kleine Pistole. Aber unser Maschinengewehr ist trotzdem immer noch besser. Auch wenn es nicht schallgedämpft ist, was relativ seltsam wäre. Boah, so ein schallgedämpftes Maschinengewehr. Immer wenn man hier reingeht, kommt man in so eine seltsame Schieflage rein, die man davor nicht sieht. Ich bin verwirrt. Aber bis zur Tür konnten wir es trotzdem noch schaffen. Oh Gott, jetzt ist das ganze Gebäude hier so drauf. Da haben wir automatisch ins Flugzeug reingehauen. Da wir ja gestürzt sind, was ich schon wieder vergessen hatte. Okay, solange es hier nur von diesen Tunnelgräbern wimmelt, soll mir das eigentlich egal sein. Denn die sind schnell weg vom Fenster und können nichts ausrichten. So, Wunderkleber, nein. Ach du Scheiße, ist das nervig. Ja, alles, wo der ganze Bildschirm schief hängt. Ach so, seltsam. Ja, irgendwie kann ich mich da nicht so recht wohlfühlen. Aber das soll man auch, glaube ich, gar nicht. Was sind wir hier? Oh. Ach, Scheiße, ich dachte, der kam mit einer Decke. Der hing aber einfach nur an der Textur fest. Hat sich einfach mal da an die Kante gebackt, oder was? Oder ist der wirklich an der Decke gekrabbelt? Jetzt bin ich verwirrt. Oder laufen wir vielleicht einfach selbst an der Decke und das ist der Boden? Okay, nein. Hier kommen wir durch. Ein verschlossener Schreibtisch. So. Das war auch nicht schwer. Oh. Drogen packen wir natürlich auch immer ein. Wer würde das nicht tun? Nein, die wiegen ja schließlich nichts. Verkaufen kann das immer überall. Wie viele Fertigkeitsmagazine? Also dem Add-on wird man mal wieder zugeworfen mit dem Zeug. Man kann sich kaum erretten. Muss ich gerade überlegen, ob es das Bild hier auch gab oder das aus Fallout 3. Ah, egal. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich gibt es das auch hier. Ansonsten wäre das natürlich ein cooles Easter Egg, oder? Jedenfalls recht witzig. Ich schätze, das gibt es auch irgendwo im Ladebildschirm. So auswendig kenne ich die dann auch nicht. Muss ich ja zugeben. Hopeville. Die High Road. Ashton. Kleine Risse in der Erde. Das alles ist nichts im Vergleich zum Abschnitt vor dir. Oh Gott. Vor dir liegt die Grenze der Kluft. Dein Werk.
Die Geschichte, die du in die Erde gebrannt hast. Was du den Leuten dort hinterlassen hast. Was zur Hölle? Was ist hier passiert? Du hast ein Paket abgeliefert. Hatte Zeichen, die zu denen in der Kluft passen. Nicht alle, aber genug. Militärzeichen von einem Ort, den der Bär im Westen verwüstet hatte. Vielleicht haben sie dich an zu Hause erinnert. Und du hast es mitgenommen. Hä? Dieses Paket. Ich kann mich nicht wirklich daran erinnern. Es kam aus dem Westen. Tief aus RNK. Ich weiß nicht, ob sie es hergestellt haben. Jedenfalls kam es hierher. Durch deine Hände. Es war ein Gerät. Ein Zünder. So einen hatte ich noch nie zuvor gesehen. Und ich hatte auch noch nie davon gehört. Du hast dieses Ding mit in die Kluft gebracht. Das weiß ich. Weil ich dir auf deinem Weg gefolgt bin und dich beobachtet habe. Du hast es mitgebracht in die von dir aufgebaute Gemeinschaft. Du bist verantwortlich für das, was dann geschah. Als das Gerät anfing zu sprechen. Und die Kluft hat geantwortet. Diese Raketen, die du gesehen hast, als sie in ihren Silos lagen. Sie sind unterirdisch explodiert und haben den Erdboden aufgebrochen. Sand, Asche, die Toten. Der Himmel der Kluft wurde zu einem Friedhof. Das ist ja schon mal interessant. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wieso das hier so aussieht. Wie es aussieht. Aber ich bin doch nicht dafür verantwortlich. Wie hätte ich das alles wissen sollen? Wärst du doch da gewesen, als es geschah. Hättest du die Zerstörung der Kluft gesehen, wüsstest du es. Du trägst den Tod immer bei dir. Falls das die Mojave noch nicht weiß, wird sie es bald erfahren. Was hier geschehen ist, kann wieder geschehen. Du hast es bereits damit bewiesen, was du in Ashton getan hast. Das Silo dort. Ja, mir reicht's ziemlich langsam. Was immer dein Ziel ist, ich spiele nicht mehr mit. Ach ja? Du hast deinen Rückweg abgeschnitten. Deine Versorgungslinie. Die Ashton-Rakete hat Hopeville in einen Hochofen verwandelt. Du hättest umkehren können. Kannst es immer noch. Aber die Kluft wird ihre Spuren auf dir hinterlassen. Die Krankheit wird kommen. Vielleicht nicht sofort, aber mit der Zeit. Leichte Verbrennungen. Etwas schneller als zuvor. Der Weg voraus und unterhalb. Er führt ins Herz der Kluft. Und dort werden du und ich diese Angelegenheit beenden. Ich freue mich drauf. Genug. Sag mir, wo du bist. Du findest mich am anderen Ende der Kluft. Hinter den Gräben und den Wracks. Hier habe ich mein neues Zuhause. Unter toten Menschen. Du und diese Maschine behaltet den Turm am Horizont im Auge. Du wirst den Weg schon finden. Hast es so weit geschafft. Ist nicht viel weiter. Oh, da sah ich gerade... Ja, da sah ich doch einen bösen Punkt. Oder mehrere. Sind die da irgendwo? Haben die sich da verschanzt? Naja, kann man gerade nicht ausmachen. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, was unser Ziel ist. Und es scheint ja auch, als würden wir... Oh Gott. Ach du Scheiße. So langsam zu den schwereren Parts hier übergehen. Das alles war also noch der einfachere Teil. Und mir fällt ein, wir haben doch... Wo ist es denn? Enttäusch mich nicht hier, Panzerbüchse. Mit ganz viel neuer Munition. Ich weiß gar nicht, können wir schon wieder reparieren? Ich versuch's einfach mal. Wäre cool, wenn's geht. Nee, anscheinend nicht, oder? Nö, geht nicht mehr, schade. Müssen wir anscheinend noch warten. So, jetzt vorsichtig vorgehen.
Weil da unten sieht es ein bisschen gefährlich aus. Und wir sehen auch gefährlich aus mit unserer frisch geladenen Waffe. Boah, wie das Teil abgeht. Oh Gott, da haben wir die Kante erwischt, verdammt. Jetzt bloß nicht runterfallen. Wo kommt der jetzt hoch, ist die Frage. Wo kommen wir runter? Was ist das hier? Okay. Nichts Wichtiges anscheinend. Da. Da fallen schon die ersten Schüsse. Oder irgendwas ist in die Luft gegangen. Aber wie zur Hölle kommen wir hier runter? Da kamen wir her, oder? Was ist das denn? Jetzt ist es nichts mehr. Oh Gott! Was? Der hat mich jetzt überrascht, muss ich ja sagen. Meine Kugel hat seinen Kopf überrascht. Wir leuchten orange. Das mag mir ja nicht so gefallen. Der Stufenaufstieg hingegen schon wieder sehr. Wir wissen ja, reparieren ist dringend nötig. Noch 10 Punkte, dann können wir unsere eigene Panzerbüchsen-Munition herstellen. Jetzt frage ich mich mal ganz im Ernst, wo kam der denn jetzt hoch? Hä? Muss man da irgendwie runterlaufen? Oh, das könnte natürlich... Ah, das könnte natürlich gut sein. Das liegt hier schon so wegartig. Tatsache. Den Zünder jagen wir natürlich noch aus sicherer Entfernung in die Luft. Vielleicht steht hier auch noch irgendwas in der Nähe, das spätestens jetzt nicht mehr da steht. Wie auch immer der noch drin war, das hat ihn wachgerüttelt. Lebst du noch? Nö. Du lebst aber noch. Ach, das war nur so ein Maulwurfsrad. Ach Gott. Dafür habe ich jetzt insgesamt 3 Schuss verschwendet. Traurig, traurig. Aber wir haben so viel Geld. Wir können uns kaufen, was wir wollen. Da hinten steht ja noch einer. Gangen wir auch gleich noch von hier aus in die Luft. Boom. Wunderschön. Sehen wir gleich noch ein. Warum frage ich eigentlich? Vielleicht 3 Stück auf einmal. Ach, die hätten wir alle da ausschalten können. Ärgerlich. Da hinten wandelt schon wieder jemand. Gleich wandelt er auf dem Weg ins Grab. Ich liebe das Teil. Es ist ja quasi echt der perfekte Ersatz fürs Scharfschützengewehr. Und hat auch noch so eine Durchschlagskraft und so einen Schaden. Das ist unfassbar. Komme ich jetzt auch wieder hier irgendwie hoch? Hallo? Ich hab mich irgendwie... Ach, leck mich. Oh, wir haben uns da richtig schön ins Gerüst gehängt. Muss ich schon sagen. Nicht schlecht. Super, wie befreie ich mich denn jetzt wieder aus der... Na komm, das ist jetzt unfair. Okay, ich versuche mal vielleicht noch ein paar Lebenspunkte reinzuhauen, dass wir dann... Oh Gott, da fallen wir schon. Den Sprung irgendwie überleben können. Das sieht irgendwie ziemlich schlecht aus. So, mal schauen, können wir irgendwo landen? Ah, da können wir runter, hier. Dann haben wir doch noch einen Ausweg aus dieser auswegslosen Situation gefunden. Mal schauen. Ich glaube, wir sind sicher. Es sah niedriger aus, als es eigentlich war. Okay. Skyrim dachte ich jetzt, da würde ich jetzt denken, das wäre ein Drache gewesen, aber hier hoffe ich dann mal nicht, dass es einer ist. Sonst bin ich leicht verwirrt. Ja, wo sind die Schweine? Wieso sind die noch versteckt? Obwohl, ganz in der Nähe ist... Oh Gott, wieso laufe ich?
Wahrscheinlich über. Ach, da ist einer. Verdammt, der rennt so schnell, den erwische ich nicht. Aber ich glaube, der kommt auch schon freiwillig zu uns. Da müssen wir gar nicht erst zu ihm. Hat er sich quasi noch so richtig schön ins Schussfeld gestellt. Mussten wir nicht mal großartig zielen. Oh, da liegt was Süßes. War leider ein Sprengsatz. Was schießt der denn? Uns? Ja, oder? Ach so, keine. Oh. So. Machen wir es einfach auf die altmodische, manuelle Art. Echtes MG. Ah, der hat wieder ein leichtes MG für uns. Wollen wir das mitnehmen? Ja, das wollen wir mitnehmen. Dann haben wir wieder eins. Boah, wie viel das alles wert ist. Es war so traurig, das hier lassen zu müssen. Hier haben wir auf jeden Fall noch mal ein kleines Lager. Das wir aber noch nicht jetzt plündern werden, sondern erst in der nächsten Folge. Ich danke fürs Zuschauen. Bis gleich. Ciao.